Oh, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, TobTV, und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen, gleich mal eben ein Paket abholen. Von der Parkstation ist wieder Fanpost da. Und der Inhalt wird entscheiden, ob es darüber ein Video geben wird. Ja, moin. Ich meine, habe ich gesagt, dass nicht alles gezeigt wird. Ja? So, ich wollte einfach mal sagen, viel Spaß beim Video. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren. Und dann viel Spaß beim Video. Auf geht's, Leute. Jo, wahrscheinlich. So, schmeißen wir mal an die Kiste. Und vielleicht denke ich mal heute dran, die in der Beschreibung zu verlinken. Die Großmaschine. Ja, moin. Ich meine, habe ich gesagt, dass ich immer vergesse. Ja. Ja, moin. So, Tasse drunter. Mal scharf. Und ab die Post. Kaffee. Ja, moin. Kaffee. So Leute, und erstmal schön Kaffee gönnen. Ah, nice. Oh, ich trinke jetzt noch ein bisschen Kaffee zu Ende und dann geht es jetzt gleich auch schon mal eben zur Packstation. Also ja, quasi nicht gleich, jetzt. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zur Packstation und heute ausnahmsweise mal wieder mit dem Longboard, Leute. Lange, lange Zeit mit dem Longboard nicht gefahren, aber jetzt bin ich damit mal wieder unterwegs. Hatte ich jetzt einfach mal Bock drauf, ne? Let's go! Ja. Wie meine Haare aussehen, wenn ich weg runterfahre. Ja moin. Und die Schuhe freuen sich auch. Das ist auch, wenn du Longboard fährst, dann gehen die Schuhe so schnell kaputt. Das ist immer unglaublich, ne? Und da kommt ein Auto, was wahrscheinlich denkt, warum rede ich mit dem Handy? Wahrscheinlich denkt das Auto das, ne? So, ich fahre jetzt mal weiter. So bin ich auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs, deutlich entspannter. Und endlich mal wieder Longboard fahren. Hatte ich einfach Bock drauf. So Leute, ab in den Tunnel rein. Ja moin. Und jetzt ab auf die Schotterpiste hier. Und erstaunlicherweise muss man tatsächlich sagen, dass man hier auf der Schotterpiste eigentlich echt gut fahren kann. Außer hier ein paar größere Steine, aber man ist deutlich schneller unterwegs als zu Fuß. Ne? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich muss nicht laufen, das ist das Allerwichtigste, Leute. So Leute, ein Stückchen muss ich jetzt trotzdem berghoch laufen, weil ja, das hat leider keinen Motor. Ich habe meist mit Motor tatsächlich ein Longboard, aber ich meine, allein den Weg, jetzt habe ich den 10. von der Zeit geschafft, auf jeden Fall mega chillig. Ja, und den Rest zurück muss ich auch nur bergrunter, also easy. So Leute, eigentlich schon fast den ganzen Weg geschafft. Ja, und ich habe wieder Augenringe des Todes, weil einfach die Nacht wieder durchgemacht. Und obwohl ich erst um 21 Uhr angefangen habe mit Stream, einfach wieder 7 Stunden. Ja moin, der Lifestyle, Leute, ihr wisst es. Aber so muss das sein, ne? Jeden Tag Minimum 6 Stunden. Vorher gehe ich nicht ins Bett oder schlafe halt einfach gar nicht. Und heute Abend wird auch wieder gestreamt. Läuft auf jeden Fall. Das Longboard, Leute, braucht auf jeden Fall neue Kugellager. Definitiv. Weil da ist schon alles verrostet. Ich kann euch das im Grunde genommen auch mal zeigen. Das lag halt mal draußen. Ich hoffe, man sieht das anständig. Ist nicht mehr so gut. Aber Kugellager kosten ja nur 70, 80 Euro oder was. Gönnen wir uns mal ein paar neue. Ich bin jetzt in der Packstation angekommen und dann gucken wir mal, was das für ein Paket ist. Ich hoffe einfach mal nicht so groß. Ja, moin. So Leute, scheinbar was Kleines. Wie hier drauf steht, Brief. So, machen wir mal auf das Ganze. So, Adresse verdecken. Auf jeden Fall ein interessanter Umschlag. Ah, da steht nur meine Postfachadresse drauf. Ja. Wie gut, dass ich das jetzt nicht ganz gefilmt habe. Bin mal gespannt, was da drin ist.
Ja, moin. Ist ja nochmal was schicken wollt, das ist die Parkstationsadresse, ne? So Leute, dann würde ich mal sagen, geht's wieder ab nach Hause. Wie gesagt, war heute mal einfach nur ein Brief drin, aber ich weiß tatsächlich, dass ein 12 Kilogramm Paket auf dem Weg ist. Hab ich richtig Bock drauf. Aber da muss ich dir sagen, habe ich tatsächlich Bock drauf, weil das ist von einem Zuschauer, der seit 4 Jahren schon am Start ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. So, ich werde jetzt wieder mit dem Longboard schön nach Hause fahren. Ja. Und dann sage ich einfach mal, bis gleich. Ich filme euch einfach ein bisschen was auf dem Weg. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Also einen einzelnen Brief werde ich sehr wahrscheinlich jetzt auch in dem Video eröffnen. Ne? So, let's go, weiter geht's. So Leute, da wollte ich mal sagen, ne? Ab den Berg runter hier. Ja, moin. So Leute, war absolut anstrengend. Ist auch viel zu warm draußen für eine Jacke. Ich habe einfach eine Jacke mitgenommen, ja moin. So, und wie schon gesagt, wir werden uns in dem Video dem Brief widmen. Dem Brief widmen. Ja, blaue Umverpackung, wir gucken uns das Ganze mal an. Ist auf jeden Fall gut zugeklebt, ne? So, dann gucken wir doch mal, was hier so Sinnvolles drin ist. So. Das legen wir erstmal an Seite. Dann lesen wir uns das Ganze mal durch. Oh, moin Tobi. Wir haben dir ein Fanpaket zugestellt. Alles Dinge fürs Training. Moin. Weil die 22 Kilo geworden sind. Lass uns in Solingen treffen, wo du magst. Ah ja, Sprachlernbubble, wo magst. Dann bringe ich dir das dahin. Also irgendwann für Training oder was auch immer ist wohl ziemlich schwer. Nummer auf dem Flyer. Wie gut, dass ich das nicht gezeigt habe. Liebe Grüße, Leon. Wer auch immer Leon ist. Ich schwimme den Brief mal an Seite. Gucken wir mal, was das für ein Vertriebsleiter für sportwissenschaftliche Kompetenz für vitales Lebensgefühl, bla bla blub, irgendwie Personal Training, keine Ahnung. Ja, ist nochmal eine coole Sache, werde mich mit dem in Verbindung setzen, kann man mal machen, ne? So, ja, das war es dann auch von dem kleinen Brief, sehr interessant, gucken wir auf jeden Fall mal, ne? Ja. So, ich würde dann auch mal sagen, das war es dann auch von dem kleinen Blog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Heute Abend gibt es wieder einen Stream auf twitch.tv/tobsenarmy. Kommt einfach mal vorbei und dann sage ich einfach mal haut rein. Das war wieder euer TobiTV und tschüss.